J12 Dank für den Follower, schön, dass du da bist. Hallo. Sneaks, hi, auch schön, dass du da bist. Hoffe, euch geht's gut. Hi. Schauen wir mal, wie wir heute die Katze bekommen. Komm, gönn. Einfach Ausrufezeichen Roblox, wenn du mich adden willst. Und mit Ausrufezeichen DC kannst du meinen Discord beitreten, würde mich freuen. Gönn die Kürbiskatze, irgendwann muss ich doch bekommen. Jo, nehme ich gleich an.
Komm, gönn die Katze. Komm, gönn. Er ist nicht beigetreten. Crimson. Ich nehme schnell die FA an, dann kannst du auch beitreten. So, tada. Und weiter öffnen. Jo. Einfach zwei hintereinander, also in einem Loot. Zum zweiten Mal bis jetzt schon passiert. Komm, gönn die Katze. Redet, moin. Hey, wollte fragen, ob du einmal welche deiner goldenen oder Rainbow Codes verkaufst. Oder halt ein normales. Mal schauen, wie viel ich ziehe. Und am Ende, wenn ich alle geöffnet habe, verteile ich vermutlich eh wieder Pets.
Und noch eine Minute genommen. Schauen, ob ich heute die Katze ziehe, die Kürbiskatze. Wer will? Mal wieder. Und noch eine Minute. Und noch eine Minute mehr. Ein Rainbow. Ob ich den Glitch hinbekomme. Ich versuche den Glitch hinzubekommen. Habe ich Glitch hinbekommen? Ja, ich habe den Glitch hinbekommen. Perfekt. Kann ich hier in Ruhe. Perfekt, Glitch habe ich hinbekommen. Das sehe ich nicht. Sinoi, moin. Schön, dass du da bist. Mir geht's gut, und dir?
meint er? Ich bin so ein Hund. Hallo. Danke für den Follower, schön, dass du da bist. Ey, wenn du für Petro.dx eine Newsquelle brauchst, ich habe einen auf Twitter, wenn ich den Namen sagen darf. Du kannst mich gerne bei Discord anschreiben, dann können wir gerne ja was machen. Einfach Ausrufezeichen DC. Und jetzt, du kannst gerne mitmachen, wenn du Bock hast. Luis, moin. Schön, dass du auch mal wieder da bist. Der Ehrenmann. Kann ich nicht sehen, kann ich mir das kopieren. Du musst die Discord-Regel akzeptieren, um den Mitgliederrang zu bekommen. Dann solltest du alles sehen. Und wenn ich streame, gehe ich nicht in Discord. Weil man mich sonst im Stream nicht hört. Außer ich streame am PC, aber ich habe mein PC ja nicht. Ich immer noch nicht. Deswegen auf mein Handy. Aber da, gut. Danke für den Follow. Schön, dass du da bist. Du sollst nicht alles rausschreiben, sonst meckert der Bot rum. Auf meinem Discord-Server sollst du mich ja als Owner sehen. Ich bin eigentlich online eingestellt. Da kannst du mir eine FA senden und mir privat schreiben. Ich werde dir dann nach dem Stream antworten. So, hoffe, dass ich heute die Katze bekomme. Man hat ja bis Sonntag noch Zeit. Aber sieht, glaube ich, schlecht aus.
Gönn doch die Katze, komm. Ich belief. Wenn Socker da wird, er sagen, du bekommst es sowieso nicht. Alle bis auf Legendary und Mythical. Ich glaube, die allererste Person, die diese Katze bekommen hat, sich, glaube ich, übelst gefreut. Wenn du als allererstes dieses eine Pet hast, ist schon wild. Ich habe auf YouTube gesehen, wie einer es bekommen hat. Digga, das Tier, das bedeckt dein ganzer Bildschirm. So groß ist es. Bisschen bewegen, dass ich nicht AFK gekickt werde. Loxi, danke für den Follower. Schön, dass du da bist. Freut mich. Hi. Komm, irgendwann muss sie doch kommen. Die Katze. Wow, Rainbow.
Du darfst nicht alles groß schreiben. Also, wenn ihr nicht so ein gutes Inventar habt wie ich, lohnt es am besten, also fast 2p zu sparen. Meinst du die Candy Coins? Oder was meinst du? Sparen oder farmen? Ja, sowieso, je mehr du hast, desto Vorteile hast du quasi in den neuen Updates, wenn die Region erweitert wird. Bewegen, dass ich nicht AFK gekickt werde. Dann sind deine Türe so schwach. Also Schaden machst du schon, aber ich glaube wenig. Gönn doch endlich. Du musst so sehen, die Candies sind nur noch bis Sonntag verfügbar. Das ist ein Halloween-Event und da endet dann das Event. Dann sind die Candies eh weg. Aber ich werde noch dann, falls ich die Katze nicht bekomme, werde ich trotzdem weiterfahren, um bei der Candy-Maschine die Upgrades alles auf Max zu machen, weil die Sachen behältst du. Wenn das Event vorbei ist, die ganzen Upgrades behältst du. Und das ist wild. Autoklicker und über Nacht farmen. So mache ich auch immer. Pro Nacht mache ich immer um die 1,6b. Ja, ich auch. Es gibt Autoklicker für Handy.
Mach ich auch. Wenn du Discord beitretest, dann kann ich dir nach dem Stream in Ruhe erklären, wie es mit dem Autoklicker am Handy funktioniert. Dann erkläre ich dir das in Ruhe. Komm, gönn doch die Katze jetzt. Dann bin ich happy. Eine reicht mir. Drei werden auch okay. Ich glaube, jeder Spieler kann mindestens nur eine ziehen. Face Quishon, danke für den Follower, schön, dass du da bist. Wie gesagt, ich werde da wirklich eh gleich dann Pets verteilen, sobald ich hier fertig bin. Gönn doch die Katze. Mehr will ich auch
Gönn. Komm, gönn die Katze. Ich glaube immer noch daran. Ich glaube immer noch dran. Zane Mc... Wat? Zane McNair, danke für den Follower. Schön, dass du da bist. Freut mich. Jo. Nope. I know you knew, but you come in the stream and the first part you say, can I have pets? That's not cool.
Die Katze. Und die Katze, komm schon. Trade schwer. Was schreibt er jetzt schon wieder? Komm, ich will die Katze. Es muss doch irgendwie bald kommen. Ich habe so viele Eier von denen geöffnet. Komm schon, jetzt halt.
Gönn. Es kann nicht so schwer sein, die zu bekommen. Jetzt die Katze, das wär's. Wie viele Mythicals willst du ziehen? Ich Doppelpunkt ja. Die bewegen sich hier mit. Lul. Das sehe ich jetzt erst. Wild. Hallo, du coole Q9. Danke für den Follower. Schön, dass du da bist. Freut mich. Und noch ein Mythical. Gönn die Pumpkin Cat. Ihr könnt mir gerne eine FA senden mit Ausrufezeichen Roblox. Und mit Ausrufezeichen DC könnt ihr meinen Discord beitreten. Würde mich freuen. Mir geht's gut und dir? Ja, perfekt. Als ob ich es heute zum ersten Mal schaffe, die Kiste zu zerstören.
Du meinst wohl meine besten Pets? Ja, es ist gerade schwer zu zeigen. Wenn ich Auto-Hedge anhabe. Und noch ein Mittel. Ab und zu siehst du es hier. Was sind deine besten Pets? Wow, welches ist denn das? Okay. Ja, meine Gatten sind ja auch nicht Dark Matter. Und meine machen bei Dark Matter 62B. Gönn bitte diese Katze, ich will diese Pumpkin Cat haben. Schon wieder zwei Stück hintereinander, Lulu. Ich glaube, ich ziehe einfach drei Katzen auf einmal. Einfach in einem Ei drei Katzen. Oh mein Gott. Ist so. Mit Ausrufezeichen Roblox kannst du mich adden. Ich nehme sie dann später an. Wild. So muss es sein. Wie gesagt, wenn du Discord hast, kannst du mein Discord auch beitreten. Ausrufezeichen DC. Dann können wir uns ja mal privat unterhalten. Da kann ich dir auch ein paar Mythical Pets geben, wenn du Bock hast. Ach, ich hab genug Gems. Ich habe gehört, 5 Gifted Subs für einen Regenbogen. Kappa. Ja, stimmt. Rein theoretisch kann man mehrere Accounts machen und dann so farmen, ja. Aber ist mir zu umständlich. Ich bleibe bei einem Account. Das wäre mir irgendwann zu anstrengend.
hab noch ein Mythical. Ich zähle mein Mythical als Legendary. Oh, die Kiste haben wir echt gleich, lul. Crimson ist gar nicht mehr da, oder was? Lul. Und noch ein Mythical. Jo. Werde ich annehmen, sobald ich hier fertig bin. Wie viele noch? Und noch ein. Ja, okay, ich habe aber auch die Mythical bei dem Candies Upgrade auf Max. Und das macht enorm viel aus. Und nochmal. Ja. Ich verteile am Ende eh immer welche. Und noch ein. Aber ich kiste das gleich komplett. Bitte gönn einen fetten Bonus. Naja. Davor hat man noch mehr gezogen. Jetzt zieht man schon eher weniger. Leider. Davor hat man viel, viel mehr gezogen. Ich will bis Sonntag noch diese Katze kriegen, sonst raste ich aus. Und noch ein Medical. Warte. Ich ziehe auf 3B, nur 3. Nur 3. Sind deine Upgrades auf Max? Komisch. Und noch ein. Alles Max. Weißt du was? Weil ich so nett bin, bekommst du später ein Rainbow Mythical. Da macht er Auge. Deswegen Discord-Server beitreten, da verlose ich auch oft welche. Es lohnt sich natürlich. Ich bin nicht so wie die ganzen anderen Streamer. Die sagen noch ein paar Follower und dann verlose ich ein Pet. Wenn ich sowas höre bei irgendeinem Streamer, ich zum Kotzen. Man macht sein Ding, man hat eh so viele. Also warum sollte man... Warum sollte man dann sowas machen?
auf Follower geil oder so. Nee, ich hasse sowas. Einfach mehr mit den Zuschauern machen und dann läuft's auch gut. Also so sehe ich das. Lul. War auch jemand bis 3 Uhr nachts wach für Mod. Wild. Marvin, moin. Schön, dass du auch mal wieder da bist. Juhu. Den Command habe ich nicht. Bin so blöd, den einzurichten. Oder was mich auch aufregt, ist meistens die Leute, die nur Englisch können, habe ich auch nicht. Leute folgen. Das erste, was sie schreiben, Can I get a pet, please? Da kriege ich so einen Hals. Ich sagte mal eiskalt no. Am Ende entfolgen sie sowieso, also ist mir egal. Die meisten werden dann gebannt, wenn mal mein Mod Zocker mal wieder da ist. Genauso. Oder Pliss. Die meisten verschreiben sich dann und schreiben Pliss. Also P-L-I-S. Da kriege ich immer so einen Hals. Einfach aktiv im Chat bleiben und am Ende verlosen jedoch eh welche. Also, Mann, ja, die meisten wollen es halt nicht verstehen, das ist leider traurig, aber du wirst bei jedem Spiel sowas haben. Das wird immer sein. Ich hab die Kiste echt gleich, lul. Genauso ähnlich schreiben sie das. Genau. Das sind die ganz Faulen. Ich habe mich zum ersten Mal die Kiste zerstört. Aber den Bonus will ich sehen. Bitte keinen fetten Bonus. Ja. Aber bei mir kann man nicht spammen. Dafür habe ich gesorgt, dass der Bot extrem eingestellt ist. Den Bonus will ich sehen. Oh, geht. 89 Millionen ist schon wild. Ja. Ja, komm. Und genau so ist es. Beenden wir mal den Glitch, würde ich sagen. Ich nehme die FA an. Kannst du meinem privaten Server beitreten? Genau. Du sollst auf Annehmen drücken und nicht auf sein Profil. Och. Geht doch. Mann. Big Games.
Kommen eigentlich noch Updates für Pet Simulator 2? Habe ich ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß noch, wo Pet Simulator 2 frisch rausgekommen ist. Alter, habe ich da zu Tode gesuchtet. Aber irgendwann hat es da keinen Spaß mehr gemacht. Und dann kam Pet Simulator X. Bist Mobile Player, ne? Du hast noch ne, ich habe noch 4 Sekunden Sperre. Hä, von wo hast denn du dieses Pet her? Achso, das ist. Ach, Lost. Nicht schlecht. Lost, ich bin Lost. Das sieht Dark Metal halt so komisch aus. Nicht schlecht. Ja, darauf habe ich jetzt nicht geachtet, egal. Hallo, du cooler Kuh, wie ist nochmal dein Roblox-Name? Mein Gott. Was soll ich an die scheiß Name hier? Besser als du, wow. Das ist echt ein cooler Name. Ja. Achso, okay, passt. Dann öffne ich weiter Eier. Und hoffen, dass ich Dings bekomme. Die Katze. Komm, lass den Glitch wieder machen. Wieder Kiste währenddessen öffnen. Ja, aber das hat, glaube ich, funktioniert. Ja, hat funktioniert. Perfekt. Kein Bock zu warten, komme. Also. Marvin nervt nicht. Gehen wir kurz noch zur Halloween-Event nochmal. Muss ich deaktivieren, Auto-Hedge. Will doch auch mal cool sein. Maniel, du hast deinen Trade aus. Ich glaube nicht mehr, oder? Nee, passt. Oh, diese Scheißsperre. Verklickt. Scheiße, jetzt kommen alle daher. Kein Problem. Gute Englisch. Die zwei Rainbows sind auf jeden Fall schon reserviert. Da zwei Leute im Discord das Gewinnspiel gewonnen haben. Die zwei muss ich reservieren. Aber wenn ich weiter ein Rainbow ziehe, dann
Ist auf jeden Fall schon mal eins für dich, Marvin, und eins für J12Q1. Verspreche ich euch auf jeden Fall. Mach die Scheiße an. Du darfst nicht rausschreiben. Ich hab den Bock mal wieder härter gestellt. Weil mir die Leute mit den Großschreibern auf den Sack gegangen sind. Marvin, ich habe gehört, du gönnst Sub, Kappa. Oder du haust eine Sub-Bombe raus. Ach, du sollst die Kiste akzeptieren. Darüber reden wir nochmal. Image, jetzt haut eine 40 Sub-Bombe raus. Ja, moin. Dann gehe ich mich aber übelst vergraben. Dann habe ich gehört, 5 Stück, 5 Rainbow House für dich. Lul. Digga, du kannst es niemals leisten, weißt du, wie teuer 50 Stück sind? Als ob du es jetzt wirklich machst. Niemals. Niemals. Oh. Digga, mein Herz würde so pochen, Alter. Dann wärst du, glaube ich, für immer Platz 1. Ja. Mal schauen, vielleicht überrascht mich mehr ja mal jemand. Oder 50 Sub für alle meine Pets. Huch. Du musst Ansprüche stellen. Was? Was für Ansprüche? Ist das gefährlich? Kann man das essen? Darfst du das? Nein, ich habe genug. Ich habe gehört, alle, die auf meinem Discord-Server sind, sind cool. Ausrufezeichen DC. Kurz davor, die 200 Mitglieder zu erreichen auf Discord.
Ich habe gehört, jeder, der Connys Discord schon kriegt mit Rainbow Jewel hast. Ich habe gehört, der nächste Gewinnspiel auf dem Discord-Server wird ein Modrang sein. Ich möchte jetzt joinen so 500 Leute. Ja, moin. Dann spreche ich kurz eine kleine Anleitung aus über meinen Discord-Server. Wenn ihr beitretet, ihr müsst eine verifizierte E-Mail haben und die Regeln akzeptieren. Dann bekommt ihr den Mitgliederrang. Und mit dem Mitgliederrang könnt ihr bei Hashtag Rollenauswahl noch mehr Ränge bekommen. Zum Beispiel auch den Roblox-Rang. Und auch den Minecraft-Rang, Nintendo-Rang und alles Mögliche. Ja, aber manchmal kommen Leute rein und dann fragen sie mich, warum die nicht schreiben können im Discord-Server. Dann schaue ich bei den Eingangsbereich. Er ist beigetreten, aber er hat Regeln nicht akzeptiert. Und wenn man die Regeln nicht akzeptiert, kann man nicht schreiben. Ach ja, und alle, die Subs sind und die im Discord-Server sind, bekommen automatisch den Sub-Rang. Den bekommt ihr aber nur, wenn ihr hier Sub seid und euer Discord mit Twitch verbunden habt. Yay, Grim Reaper! Und immer noch nicht die Katze zum Kotzen ist es. Ich glaube, die Katze werde ich niemals verkaufen. Also hergeben. Weil die ist OP. Wenn ich sie mal habe. Bis Sonntag habe ich Zeit. Außer ich bekomme zwei, dann können wir drüber reden. Die ist nur so OP wegen der einen Verzauberung, die sie hat. Und zwar, die Katze ist immer stärker als dein bestes Pet. Und ich frage mich immer, was passiert, wenn man zwei von denen hat? Ist dann die eine Katze immer besser als die andere Katze? Aber da muss ja die andere Katze wieder besser als die andere Katze sein. Bin kurz weg, jupp. Ne. Bucht sie Subs, alle meine Pets gehören euch.
Johannes, danke für den Follower. Es gibt einen Glitch. Der Glitch ist simpel. Das einzige, was du brauchst, ist den Teleporter und drei Eier öffnen, also und Auto-Hatch halt, automatisch. Da beginnst du, aktivierst du halt einfach, dass du automatisch die Eier öffnest. Und währenddessen du die Eier öffnest, drückst du beim Teleporter auf irgendeine Welt. Und so kannst du eine Kiste farmen und automatisch die Eier öffnen. Simpel. Ich bin kurz netto. Ja, genau. Niemals. Maxi, danke für den Follower. Schön, dass du da bist. Willst du Roblox eine Spielempfehlung? Nein. Du kannst mir gerne im Discord schreiben. Und dann schaue ich es mir mal an. Und wenn es mir gefällt, dann kann ich auch mal streamen dann. Einfach Ausrufezeichen DC für den Discord-Link. Und mit Ausrufezeichen Roblox kannst du mir in Roblox eine FA senden. Bin drin. Bewegen, dass ich nicht auf K geklickt werde. Wie lange öffne ich jetzt schon die Eier? Das kann man so falsch verstehen. Viel zu lange. Goldenen Loom. Gönn doch die Katze. Mehr will ich nicht. So, ich laufe gerade im Regen zum Netto und schaue den Stream. Du, ich glaub dir niemals, als ob du es wirklich durchziehst. Ich hab gehört, ich bekomme etwas, wenn ich beitrage. Was beitrage? Das sind nette Leute im Discord-Server. V
viele nette Leute. Jo, als ob du es wirklich niemals. Niemals ziehst du es durch. Ich esse sonst einen Besen, Alter. Ich werde dann so Gänsehaut bekommen. Wird noch müde, ich will die Scheißkatze haben. Ein Döner. Döner macht schöner. Oh. Ich krieg gleich Gänsehaut. Mach das. Coins werden immer weniger und ein bisschen mehr. Woran liegt das wohl? Weil ich den Glitch nutze. Irgendwas bekommst du Gänsehaut? Jetzt haben sie doch nichts. Doch, für mich schon. Ich meine, du bist ja die goldene 1. Bei dir vom Namen haben dann. Wenn du dann im Abstand der Erste bist. Ja gut, okay, aber ich meine, so will deine Pads und die Freude machen. Ich weiß, hab ich auch gerade gesehen. Du bist doch gerade auf dem Netto-Weg. Die Eistee-Waldbeere einfach beste Sorte. Gebe ich dir, sobald ich hier fertig bin mit den Eiern. Hab ja noch 200 Millionen. Ist nicht viel. Geht schnell runter. Da muss ich den Glitch unterbrechen. Ich habe keinen Bock, den neu zu machen. Ich bin gerade noch an der Kiste. Mir aber nicht.
Abwarten. Oha. Bester Emote. Hallo, schön, dass ihr da bist. Ich hoffe, die haben noch gut. Oha. Was machen wir so viel Schaden? Ist doch nicht viel. Digga, du wirst es niemals durchziehen. Mach ich, sobald ich hier fertig bin. Ja, denke ich. Und noch ein Reaper. Okay. Dann kenne ich dich wirklich schlecht. Mal schauen. Erstmal würde ich hier in Ruhe meine Eier öffnen. Kann man das so falsch verstehen? Jedes Mal, wenn ich das eigentlich skippen kann, denke ich mir, es kann jedes Mal die Katze sein. Aber dann ist es nur ein Reaper. Oder ein Cool Horse. Ich muss mich wieder bewegen, sonst werde ich gekickt wegen AFK.
Und noch ein Rainbow. Komm, sei die Katze. Noch 112 Millionen. Oder weniger. Wieder bewegen. Komm, gönn doch endlich hier die Katze.
goldener Werwolf. Wow. Wie viel Werwolf willst du? Ich Doppelpunkt. Ja. Wieso machst du deine Pets nicht Dark Matter? Weil ich warte, bis das Event vorbei ist. Die Kürbiskatze. Oh, es kann nicht so schwer sein, die zu ziehen. Anscheinend ja schon. Yay, Mythical! Begeisterung! Schäle ich aus mit der Katze. Mit der Kürbiskatze. F. F, 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 F.
Goldene. Wild, 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 wild. Die öffne ich aber noch. Entspanntes Geräusch des Pop-up. Und Marvin, wie weit bist du? Wenn er überhaupt noch da ist. Aus Roblox wurde er, glaube ich, gerade rausgekickt wegen inaktiv. Wir wollen noch einen goldenen. Jo, kannst du. Wie ist dein Roblox-Name nochmal? Achso, ja. Warte kurz. Ja, ich nehme FA gleich an. Lass mir doch die Kiste zerstören.
Nee. Ist doch eh gleich fertig hier. Marvin noch da? Fragezeichen. Gurkensalat. Das kam jetzt random. Dafür hast du ernsthaft deine Kanalpunkte gerade ausgegeben. Spar doch auf 100.000. Robben im Mungel. Ich glaube, ich verlos dann gleich wieder eins im Discord-Server. Ein Rainbow. Einfach Ausrufezeichen Discord, RDC. Für den Discord-Link. Wir stehen kurz vor den 200 Mitgliedern auf dem Discord-Server. Auto-Hatch wieder. Na, ich muss erst wieder zum Eck gehen. Dann aktivieren wir wieder. Faires Angebot, Loot. Hau mal raus. Überzeuge mich.
Ja, aber ich bin die ganze Zeit schon in der Kiste. Und wenn ich jetzt verlasse, bekomme ich den Bonus nicht. Ich krieg einen Schelm und du nichts. Nee. Abgelehnt. Ich habe ein besseres Angebot. Ich zeige dir jetzt mein gutes Angebot. Wer warst du nochmal? Schmaniel, oder? Das beste Angebot, das du jemals gesehen hast. Mach ready. Hä, warum? 10 Gems, tu sie weg. Wir traden einfach nichts, das ist das beste Deal. Nimm an. Oh. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis, Kappa. Ich glaube, Marvin kommt heute nicht mehr. Bin ich trotzdem gespannt, was du mir anbietest. Eigentlich nichts. Ja, das ist doch ein Deal. Ach komm, scheiß drauf. Was für ein guter Deal, Alter. Kannst du hier so in die Sonne kloppen? Lul.
du wolltest ich nichts Gutes hören. Schmutz. Cringe RTX2, danke für den Follower. Schön, dass du da bist. Freut mich. Hoffe, dir geht's gut. Oh, die Kiste ist auch gleich down. Dann nehme ich als allererstes die FA an. Jo, auch. Mit Ausrufezeichen DC kannst du meinen Discord beitreten. Und mit Ausrufezeichen Roblox kannst du mir eine FA senden, die ich nach der Kiste annehmen werde. Ich meine es gar keine Trades mehr. F. Ich bin gar kein Call drin. Wenn ich auf dem Handy streame, gehe ich nicht in Discord Talk, weil sonst würde man mich nicht hören im Stream. Habe ich schon mal ausprobiert. Ich gebe dir gute Pad und du mir 5 Millionen Gems. Ach. Elf Millionen Gems. Was, ich hab nichts. Sehst du aus, als ob ich... Oh. Jo. Achso. Soll ich ihn gleich die FAs an, sobald die Kiste zerstört ist? Und die sind auch nicht mal Dark Matter. Aber ich warte, bis das Event vorbei ist. Weil ich immer noch Hoffnung habe auf die Pumpkin Cat. Die Kiste ist noch nicht zerstört.
Aber gleich. Wie viele Rainbow habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21. Kann ich equippen. Tibet W. Hi, danke für den Follower. Schön, dass du da bist. Freut mich. Wie viele normalen habe ich? Naja. Ja, gut. Ich glaube, ich kann noch mehr Rainbow machen. Ja, okay. Hi. Ich hab schon Hallo gesagt. Oh, Kiste gleich kaputt. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Abfahrt. Nope. Kommt er schon wieder mit Angebot. Lass hören. Gerade irgendein Server gejoint. Er hat die Kiste. Er hat die Kiste noch weniger. Nee. Wie gesagt, auf dem Discord-Server werde ich gleich ein paar Verlosungen raushauen. Unter anderem auch Modrang hier auf Twitch. Einfach Ausrufezeichen DC für Discord-Server. Aber um bei den Gewinnspielen für die Roblox-Tiere teilzunehmen, müsst ihr den Roblox-Rang bekommen. Also haben. Jetzt hat die Kiste bei dir weniger. Die ist gleich kaputt. Die ist gleich kaputt. Wie bekommt man den Roblox Rank? Ich rede vom Discord-Server, nicht von Roblox. Auf meinem Discord-Server gibt es einen Roblox-Rang. Wo ihr dann mit dem Rang an das Gewinnspiel teilnehmen könnt. Ihr joint meinen Discord-Server. Ihr müsst eine verifizierte E-Mail haben. Und ihr müsst die Regeln vom Discord-Server akzeptieren. Dann bekommt ihr automatisch den Mitgliederrang. Und mit den Mitgliedern habt ihr Zugriff auf Hashtag Rollenauswahl. Da könnt ihr verschiedene Rollen bekommen, ihr müsst nur darauf reagieren. Und da gibt es auch den Roblox-Rang. Und mit dem Roblox-Rang habt ihr Zugriff auf die Roblox-Kategorie. Ich habe letzte Woche den Discord saniert, also komplett umgestellt. 3 Stunden hat mich das gekostet, aber hat sich gelohnt. Komplett neu umstrukturiert. Und Kiste.
Das gleich meinen Server zerstören und deinen Chest zerstören. Nöp, ich werde dann sofort wieder auf meinen privaten Server gehen. So, da ist die Kiste zerstört. Jetzt ist Schluss mit Schabernack. Jetzt nehme ich die FA an, dann öffne ich noch ein paar Eier und dann tue ich die Gewinnspiele vorbereiten auf dem Discord-Server. Einfach Ausrufezeichen Roblox eingeben für meinen Roblox-Name. Ich zeig euch gleich, wo. Ich zeig euch sofort wo. Ihr seid ja hier, wenn ihr beigetreten seid. Da haben einige nicht den Mitgliederrang. Allein schon Ed Besen hat den Mitgliederrang nicht, er hat die Regel nicht akzeptiert. Cringe RTX hat die Regel akzeptiert, weil du hast den Mitgliederrang. Und dann siehst du ja hier Hauptchannel. Twitch-Sub solltest du nicht sehen können. Unter Wichtig, da gibt es Rollenauswahl. Und hier gibt es verschiedene Ränge, wenn du hier hochscrollst. Oben gibt es auch den Minecraft- und Nintendo-Rang. Und hier, was der Creeper-Bot gepostet hat, reagiere. Ihr müsst hier drauf reagieren, dann bekommt ihr automatisch den Roblox-Rang. Und dann solltet ihr hier die Roblox-Kategorie sehen können. Und bei Pet Simulator X Gewinnspiel wird dann das Gewinnspiel kommen. Wer ist denn hier rausgegangen? Oh. Weißt du was, ich gebe jetzt einfach so. Besen, Marvin und Leon ist nicht mehr da. Er ist ernst in der AFK beigetreten. Dann kann ich ja kurz hier noch ein Dings. Ah ne, hier gibt es hier schon ein Gewinnspiel hier. Den kann ich löschen. Dann mache ich beim Hauptchannel ein. Textkanal. Rang Gewinnspiel. Private Kategorie. Bots haben Zugriff. Und Mitglieder haben Zugriff. Noch 8 Milliarden haben die 200 erreicht. Du hast immer noch nicht den Rang. Du müsstest den Rang haben. Nur drauf reagiert hast. Banane ist auch drin, warte mal.
Nee, du hast ihn echt nicht. Hast du drauf reagiert? Nee, hast du nicht. Oder? Also ich sehe deinen Namen, doch hast du. Warum geht der. Warum hast du den Rang nicht? Cringe RTX hat hier reagiert für den Roblox-Rang, aber er hat den Rang nicht bekommen. Warte mal. Ach, Zocker, erst übrigens, hallo, schön, dass du da bist. Ich mal kurz was überprüfen. Hatte ich ja irgendwie. Die Portrolle muss alles haben. Der hat eigentlich alles. Huch, was habe ich jetzt verschoben? Oh, oh. Ah. Der Karlbot. Hä? Warum? Was ist mit dem Karlbot los? Warte mal, habe ich den Rang noch? Ich habe Roblox-Rang. Jetzt nicht mehr? Oder? Doch, ich habe immer noch. Hä? Bekommst du Ränge, wenn du oben wo reagierst? Ja, warum gibt er den Rang nicht? Zocker, hilf mir mal bitte. Schau, Minecraft und Nintendo hat funktioniert. Aber warum der Roblox nicht? Das ergibt keinen Sinn. Nein, ist es nicht. Es ist nicht mi. Oh lol. Hä? Warte mal. Stimmt. Ja, gehen wir auf die unteren drei mit Twitter. Twitter-Ping, Twitch-Ping und YouTube-Ping. Wo bist du jetzt schon wieder hingerutscht? Okay, das ist der Bot-Rip. Was? 512 Interacts von dem Bot gehen gerade nicht. Woher weißt du das? Kann sein, dass ich dann. Also meinst du, der Bot ist gerade offline?
Aber warte mal, wer hat noch so reagiert? Zwerg hat reagiert. Hat Zwerg den Roblox-Rang bekommen? Hat Zwerg den Roblox-Rang bekommen? Mein Gott, bei so vielen Leuten. SW Swag. Er hat ihn bekommen. Also du meinst, wenn der Bot wieder einwandfrei funktioniert, dass die Leute den Rang nachträglich bekommen? Müsste ja eigentlich. Das halten wir im Auge. Hat er ja. Guck mal, was bei Audit Locker los ist. Zocker, warum gibst du hier VIP? Ich habe überall die Ränge angepasst. Du bist kein VIP, du bist Mod. Du bist Co-Owner. Ach, den VIP-Channel? Ach so, ich habe ja alle Rollen. Warte mal, sollte gleich behoben sein. Ich habe ja alle. Aber Corona, dir vertraue ich, ja. Hier sollst du alle sehen, auch ohne Ränge. Zocker. Nun ja. Es gibt anscheinend gerade Probleme mit dem Bot. Passt. Ich werde mich drum kümmern, auf jeden Fall. Also, ich sage euch dann auf jeden Fall im Discord Bescheid. Ich werde natürlich erst das Gewinnspiel starten, sobald es behoben ist. Einfach nach Stunde oder 2 Stunden nochmal neu versuchen zu reagieren oder morgen. Und sogar nein, ich habe die Katze immer noch nicht. Ich öffne noch die restlichen Eggs. War ja klar. Schnauze. Du hast gar nicht beliebt. Nee, wenn, dann verlose ich die. Du brauchst nichts holen. Dings. Opfern. Mal, ob ich bei den restlichen 51 Millionen hier. Wie gesagt, ihr könnt mir auch mal privat auf Discord schreiben, dann können wir was ausmachen. Jetzt bekomme ich die Katze. Die noch ein Grün raus. Sogar hast du dann nach dem Stream kurz Bock, Talk zu gehen?
ein paar Sachen zu klären auf dem Discord. Von mir aus. Wir gehen einfach in Smalltalk 1 dann gleich. Drauf an, wann es essen wird, aber ja. Ja, wann wäre die perfekte Uhrzeit für dich? Perfekt. Planung. Ja, ich weiß. Ist auch ein Scherz gewesen. Ja, okay, ich habe ja auch die ganzen Pässe, ne? Bis auf Hoverboard. Zucker, ich habe dich vorher vermisst, es waren wieder ein paar Kandidaten da. Und du warst nicht da, um zu bannen. Das hat sie keiner gebannt. Wir sind, glaube ich, freiwillig gegangen, weil ich nicht geantwortet habe. Ich war arbeiten, ich wusste es. Image, ein Ei und ich bekomme die Katze. Das wäre wild. Oh, jetzt war's komplett. Wo kann ich noch kurz nachchecken? Mein Speicher absolut voll. Kommt vielleicht nicht von den ganzen Minecraft-Mods, die man Speicher vollmüllt. Moin, moin, moin und wieder so ja, alte Nachrichten. Administrator, alles. Guck mal, ob der Bot. Achso, ja, da sehe ich nur die Teammitglieder. Nee, Zocker hat schon Humor. Das nimmt sowas nicht ernst. Außer es ist Minecraft. Oder außer es ist Mario 3D World. Und er hat die Krone nicht. Dann kannst du mit ihm nicht spielen. Wo bist denn du schon wieder hingerutscht? Man, immer die Leute sich auf Offline stellen müssen. Ach, ich suche jetzt da nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Eine Bier habe ich getrunken. Eine. Ich habe gar nichts gemacht, gar nichts. Wo wollte ich jetzt hin? Das ist schon ein hässlicher 5. Ich will was gucken. Wir haben über die 300 Follower. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Wie sieht's eigentlich hier mit aus mit den 11% erst gesammelt? Neues.
Die Leute, die immer fragen, kriege ich Mod? True. Soll ich jetzt sagen, ich beende den Stream? War ein krasser Stream. Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Wir gehen gleich Smalltalk. Eins. Hey, wie konntest du den Chat davor sehen? Kann man als Mod den kompletten Chat sehen dann? Egal. Wir sehen uns gleich.